Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Rune Factory 4. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen. So, denn ihr jetzt unscheiden solltet, natürlich Rune Factory 4 Special, ihr wisst Bescheid. Ach, was mache ich denn da? Ich muss noch auf die ganzen Felder wieder gehen. Wir müssen nämlich noch gießen. Oh, sag mir bitte, die Gießkanne ist voll, ja. Okay. Die Gießkanne ist voll, Mann. Das ist gar kein Problem. Ja, wir werden schon sehen. Das Feld wird schön nass. Nass, nass, nass. So. Nass, nass, nass. Nass sind alle Felder. So, Herbstfeld. Hier machen wir gleich was mir geraten wurde, was ich machen soll. Wirst du gleich sehen. Das ist ein Geheimnis, das wirst du schon sehen, der Pida. So, 9 Stück haben wir von der weißen Kristall, dann nehmen wir die und... Dünger haben wir noch ein bisschen, wir brauchen noch ein bisschen Riesenpulver. Nochmal 80 Stück hiervon. Für das Winterfeld oben, nur um sicher zu gehen. Ich mache mal 3 Stück auf das eine Feld drauf. Ich will wissen. Ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll ist. Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Mehr Geld gebe ich aber jetzt nicht aus. Das reicht jetzt. Wir sind jetzt bei 3,8 Millionen nur noch. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Wir müssen jetzt wieder mindestens im Frühling 4, 5 Millionen machen. Easy. Jetzt haben wir ein Ziel. Wir haben ein Ziel gesetzt, wie viel Geld wir machen wollen. So, jetzt kommt hier drauf. Riesenpulver. 1, 2, 3. Dann kommt hier Speed Boost drauf. Wie weit ist der Speed Boost? Ist auf 5-fach. Wunderbar. War noch sogar noch 4-fach, aber ist ja wurscht. Ist wurscht. Hier machen wir dann einzelne hin. Hier auch noch ein einzelnes. Und dann machen wir hier noch Qualität erhöhen. So. Nein, das Riesenpulver ist für das Gemüse. Und ich habe noch keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Wie man das genau liest, den Wert. Ist aber auch wurscht, weil ich habe jetzt einfach, ich bin jetzt sicher gegangen, dass das funktionieren wird. Im schlimmsten Fall, wenn die gewachsen sind, dann gehe ich da einfach nochmal hin und pack noch ein bisschen Riesenpulver drauf, wenn die nicht riesig werden. So. Das heißt, wir können jetzt wieder nach Arthur gucken, ob der uns mit uns jetzt handelt. Habe ich die schon... Ich habe dir noch keinen Smoothie gegeben, ne? Hier. Oh, Flower, warum schlägst du denn mit den Flügeln? Ich versuche, die Wolkenwörter wegzutreiben. Husch, husch, meine Hübschen. Ich mag es zu schlafen. Es ist lustig, all diese verschiedenen Träume zu haben. In meinen Träumen kann ich alle meine alten Freunde wiedersehen. Wie
weit sind wir eigentlich? Sind wir jetzt bei 9? 9 Herzen? Kriegen wir immer noch einen Korb? Wollen wir es ausprobieren? Ich liebe dich! Ja, und ich liebe dich auch. Was? Und Lumi und Venti, ja, okay. Liebe dich wirklich. Ha? Ich als Junge. Ja. Liebe dich als Mädchen. Oh. Ah. Möchtest du meine Freundin sein? Ich. Ha? Du musst mir nicht gleich antworten. Willst du dich morgen mit mir treffen? Selfie, Stadtplatz, 10 Uhr. Dann kannst du mir deine Antwort geben, okay? Okay, das mache ich. Ich werde total viel darüber nachdenken, versprochen. Oh, wie süß! Wir haben ein Date! Wir haben ein Date! Wir haben ein Date! Hi. Wieder kein Holz und nix und der Typ immer, ey. So, morgen 10 Uhr. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viel Feldarbeit machen und das verpassen. Das würde ich mir nicht verzeihen. What should I do today? Hier unten ernte ich jetzt nicht, damit die riesig werden können, ne? Ich weiß, dass ich schon 10 ein Date habe. Yes. Das heißt, nächstes Weihnachten können wir endlich auch ein Date haben. Also, außer sie sagt jetzt nein, das kann ja sein. Oh oh. Wird sie mir das Herz brechen? Das kleine Kartoffelherz? Nein! Flavia, bitte nicht! Die sind aber direkt groß geworden, seht ihr das? Die Tomaten nicht. Gibt es keine großen Tomaten, kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber ihr seht, ich habe überall das gleiche Riesenpulver angewendet, die Menge, ne? Aber die waren auch vorher schon noch riesig, die Felder da unten, stimmt. Vielleicht muss man echt noch mehr Riesenpulver drauf anwenden. In die Truhe gehen. Wie viel geben die? 850 nur. Aber es ist immer noch mehr als die Tomaten.
Hier ist jetzt noch gar nichts riesig, lustigerweise. Na, eben ein paar Kaufskiste. Ich bin zu spät. Hallo. Flavia. Ah, danke, ich bin froh, dass du gekommen bist. Klar. Also, was ist deine Antwort? Ja. Potato? Ja. Ich. Es tut mir leid. Was? Ich habe keine Antwort. Eine Beziehung zu haben bedeutet, dass man mit dem Menschen zusammen ist, den man richtig gern hat, stimmt's? Stimmt. Aber ich habe alle gern. Kann ich nicht mit jedem zusammen sein, der mich auch gern hat? Also, das ist nicht... Ich weiß, dass du es nicht so meinst. Ich weiß, dass mehr dazu gehört, Liebe und Romantik und so Sachen. Aber, obwohl ich weiß, was das Wort Liebe bedeutet, weiß ich nicht genau, was Liebe wirklich ist. Ich habe sogar Lumi danach gefragt. Sie hat gesagt, ich muss einfach nur zu meinen Gefühlen stehen. Aber ich weiß es einfach nicht. Ich bin innerlich ganz durcheinander. Also, Potato? Kannst du es mir sagen? Hä? Was brauche ich wirklich für eine Beziehung? Du weißt es, oder? Ja? Also, was brauche ich? Es lässt sich nicht in Worte fassen. Das verstehe ich nicht. Warum wolltest du denn eine Beziehung mit mir? Weil ich dich liebe. Und dann bist du genau wie ich. Ist das nicht etwas Gutes? Hä? Warum? Weil ich dich ausgewählt habe. Du hast mich ausgewählt? Ja. Von allem, was ich liebe, liebe ich nicht so sehr wie dich. Ich will lieber mit dir zusammen sein, als mit irgendjemand sonst. Das ist alles. Was bedeutet das also, eine Beziehung zu haben? Aber ich will mit allen zusammen sein. Aber du hast unter allen mich ausgewählt. Dann erlaube ich es dir eben. Wie doof. Erlaube es dir. Hey? Ich weiß immer noch nicht, was Beziehung bedeutet, aber ich denke allmählich, dass das nichts ausmacht. Also, ich will eine Beziehung mit dir. Okay. Oh. Prima, jetzt wählen wir Spitznamen füreinander aus. Hä? Blume hat mir gesagt, dass sich die Leute in einer Beziehung Kosenamen geben. Moment mal. Was hast du von Anfang an gewusst, dass du meine Freundin werden willst? Also, wie soll ich dich nennen? Such dir einen Namen aus. Oh, Dingsda. Dingsda. Baby. Oh, Baby. Oh, mein Prinz. Mein Hase. Ich bin ja fast wie Hase. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Oder Liebling. Wir machen einfach das standardmäßig langweilige Liebling. Oder so wie sonst auch. Oh. Das kann man bestimmt noch ändern, oder? Ich mach Liebling. Darling. Liebling. Gefällt dir das? Ja. Also, wie willst du mich nennen? Klein Flavia. Fräulein Flavia. Lady Flavia. Hase. Ich nenne dich Schatz.
Honig? Ja. Ja, weil du mir genauso viel bedeutest. Oh, das kitzelt irgendwie. Okay, dann nehmen wir diese Namen. Und ich freue mich auf eine Menge Spaß mit dir, Liebling. Und ich mich auf eine Menge Spaß mit dir. Hihi. Die hat jetzt... Oh, guck mal, der Namenstag. Hallöchen, Liebling. Hallo, Schatz. Liebling, ich hatte heute super viel Spaß, denn ich konnte etwas Zeit mit dir verbringen. Oh, wie süß. So, ich muss mich noch um die Tiere ganz schnell kümmern. Die den leckeren Honig für sie produzieren. Ah, es hat so viele Smoothies gedauert. So viele Smoothies. Oh, ihr müsst ja heute auch wieder einen Smoothie geben, ne? Wir haben noch keinen Smoothie gegeben. Ich glaube, Flavia ist noch da. Ich habe noch einen Smoothie für sie. Frisch aus dem Mixer. Ah, sie ist wieder da im Laden. Oh, gib mich das Smoothie. Juhu, so fruchtig und süß. Weil Dings da total komisch ist. Das kann ich nicht ernst nehmen. So. La 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 la. Da, 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 da. The Date war ein voller Erfolg. Yes. Da 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 da. Yes. Nein, nicht, dass ich wüsste. Und selbst wenn, würde ich es nicht machen. So, die Gurken können weg, der Kürbis kann weg. Ein paar der Erdbeeren behalte ich mal. Ups, die wollte ich eigentlich gerade nicht wegpacken. Ich bin manchmal blöd, ja, ich bin manchmal blöd. Das passiert nun mal, oh nein, Mann. Das passiert mir leider viel zu oft. So. Okay, was können wir wegnehmen? Wir haben immer noch viel zu viele Kürbisse. Kein Mensch braucht so viele Kürbisse. Wir haben immer noch zu viele Gurken.
Okay. Wie viel Geld ist das jetzt in der Kiste? Immer wieder eine 250.000. Hi. Aber kochen mache ich nur zwischen den Parts. Weil das einfach langweilig ist. Wirklich langweilig. Gibt ja nicht mal schöne Musik oder so. Nur die ganze Zeit die gleiche Musik. Keine Abwechslung, gar nichts. Den Dünger packen wir auch mal eben weg. Ich würde mal gerne wissen, ob man damit auch was kochen kann. Ob es auch was gibt, was das... Spannungstee. Ich meine, wir können einfach mal eben kurz ein bisschen gekochten Kürbis herstellen. Um kürbislos zu werden. Ich glaube nicht, dass man da was mit der Pfanne machen kann, oder? Wir können Pfannkuchen machen. Dampfgarer vielleicht? Nee. Da fällt mir noch mit dem Mixer ein. Ah, Liebesauftakt. Stufe 1, verkaufen 2600. Oh. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was gibt das? LP Max minus 50%. RP Max minus 50%. Okay. Thank you.
Dann machen wir noch ein paar Liebesauftakt. Wie geil ist jetzt da drin? 381.000. Also mit Kochen geht schon ganz gut mit dem Geld, ne? Also da kann man schon echt gut Geld mitmachen, wenn man kocht. So. Wir müssen halt schauen, ob der AFA wieder Sachen verkauft, die wir brauchen. Also echt das, worauf wir warten, aber... Weil ich brauche immer noch Holz und Steine, jede Menge davon. Aber wir müssen sogar einen großen blauen Kristall übrigens ernten. Um unseren Kühlschrank zu vergrößern, brauchen wir 5000 Steine. Was wir am zweiten Frühling schon vergessen haben, wir jetzt am dritten auch schon fast vergessen hätten. Wenn wir eine große von den ernten sollen, müssen wir mehr Saat haben auf jeden Fall. Da 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 da. Ich würde gerne ganz kurz gucken, was ist, steht hier denn bei Größe 1? Das ist immer Größe 1. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Gesamt, Anzahl, Pflanzenstufe, Qualität, Anz. Ist Anz irgendwas? Hat das mit Anz zu tun? Muss das auf Anz 9? Nee, kann ja nicht sein. Was haben diese beiden Felder gemein? Nicht viel. Die haben alle Grill 1, also das ist auch schon mal scheiße. Wenn das wirklich mit der Größe zu tun hat, dass das einen Mindestwert haben muss. Weil ich meine, hier sind die auch relativ hoch, die Zahlen. Hier sind sie aber auch hoch, lustigerweise. Und hier auch. Also das Grill scheint auch was mit den Bäumen zu tun haben. Das ist was mit den Bäumen, glaube ich. Weil da, wo die Bäume sind, sind die Zahlen exorbitant hoch. Komisch. So hat der AFA für mich Steine. Hi. Hello. Hello, hello, hello. Welcome. Oder halt Holz, das geht auch. Was brauchen wir auch immer? Nein, hat er nicht. What do you think? Du Unbrauchbarer. Come again. Nee. Schlafen gehen. Nicht groß.
meine, hier kommen wir schon die ersten großen Ernten, ne? Aber die waren gerade eben klein und wurden jetzt groß, also es kann schon passieren scheinbar. Dass die erst klein sind und dann groß werden. Wenn wir schon mal eine geliefert haben. Aber als ob es keine Monstertomaten gibt. Natürlich, es muss doch Monstertomaten geben. So richtig dicke Oschis, das muss es doch geben. Ich überlege gerade, warum werden die Tomaten nicht so? Liegt das halt wirklich daran, dass die Tomaten das nicht können? Dass die Tomaten nicht groß werden? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Es muss doch riesen Oschi-Tomaten geben. Immer eine halbe Million drin. Die sind schon zu Ende hier, okay? Das ging schnell. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass die Dinger unten einfach irgendwann kaputt gehen, statt groß zu werden. Die wurden alle groß. Aber die Tomaten nicht. Das ist das Weirde. Ich habe hier genau die gleiche Menge draufgepackt wie bei den Tomaten. Also. Na gut, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, hattet ihr Ohrensteif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!